Ihr wollt euch gruseln? Dann dranbleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit Matt Chris. Ja, zuallererst muss ich mich bedanken bei euch. Ja, 500 Abos. Ich bin begeistert und freue mich sehr, dass ihr alle so treu immer zuseht und mit dabei seid. Und ja, so kann es weitergehen, würde ich sagen. Und zur Feier des Tages habe ich auch etwas von einem unserer oder meiner Favorite-Kanäle, und zwar Frostmond. Ja, hat sich so ein bisschen gemausert zu einem meiner Lieblingskanäle, wie gesagt, so neben Mythenecke und Co. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen auch nicht lange rum. Ich wünsche euch viel Spaß, hier ist Frostmond. Ja, was haben wir denn da? 5 gruselige Videos, die nichts für schwache Nerven sind. Gucken wir mal, wie schwach wir heute sind und unsere Nerven vor allen Dingen. Und es geht los. Hallo Leute, Zeit Hallo. Für gruselige Videos. Heute mit dem Geist einer alten Frau und einem alten Schulgebäude, welches einen nächtlichen Besucher ziemlich erschreckte. Das neue Haus. Jetzt wollen wir uns ein kurzes, aber dennoch gruseliges Video anschauen. Es wurde von einem jungen Mann aufgenommen, der vor kurzem mit seiner Familie in ein neues Haus zog. Seine Kinder erzählten ihm, dass sie manchmal seltsame Schatten herumlaufen sehen können. Aber auch er selbst und sogar seine Frau konnten hin und wieder Dinge wahrnehmen, die nicht natürlich wirkten. Und sie machten auch nicht immer Sinn. Heute Nacht kamen seine Kinder zu ihm und erzählten ihm, dass etwas an der Kellertür gekratzt hatte. Also nahm der Mann seine Kamera und machte sich auf nach unten in den Heizraum, um mal nachzuschauen. Oh no. Ich ahne es. Hä? Was war denn da? Hä? Was genau hat hier aus der Öffnung geschaut? Manche Leute sagen, dass es vielleicht ein Obdachloser war, der da unten im Keller wohnt und dass die Familie es vielleicht... Oh mein Gott, wie widerlich! ...bemerkt hatte. Andere vermuten, dass es ein Streich war von einem... Von einem Einbrecher ein Streich? Warum? Wie sieht das denn aus? Anderen Familienmitglied. Ja, ein anderes Familienmitglied. Ja, der macht doch bestimmt solche perversen Streiche. Wie widerlich. Während manche wiederum vermuten, dass wir hier etwas Mysteriöses sehen können. Ja. Schwer zu sagen, was genau diese Nacht dort unten abgegangen ist. Wir sehen hier einen deformierten Dämon oder irgendwie sowas. Guckt euch diese Augenhöhlen an. Und hat der so eine langgezogene Nase. Also ich habe ja... Seit meiner Kindheit habe ich Angst vor irgendwelchen Monstern mit so langgezogenen Gesichtern und langgezogenen Nasen oder überhaupt riesigen Nasen. Finde ich total unheimlich. Das hier sieht jetzt ja... Es gab bei Beetlejuice so eine Szene, da haben die auch ihre Gesichter so langgezogen, um halt Menschen zu erschrecken. Fand ich als Kind super schlimm. Aber das auch hier... Raus aus der Hütte! Verlassene Schule. Kann nur besser werden, oder? Jetzt schauen wir uns einen interessanten Fall an, der in einem verlassenen Areal in Mexiko stattgefunden hat. Mexiko! Dort liegt ein Gebiet, das sich Nuevo León nennt. Mhm. Und genau dort liegt ein kleines Dorf mit dem Namen Yuchecuala. Es kann nur über eine alte Landstraße erreicht werden. Das kleine Dorf beheimatet ein kleines und ebenfalls verlassenes Schulgebäude. Es wurde vor einiger Zeit von Gouverneur Don José Vincenzo in 1945 errichtet. Und er benannte diese Lerneinrichtung... 1954? Benito-Schule. Die Mauern des Gebäudes deuten auf viele Dinge hin, die dort über die Jahre abgelaufen sind. Und es erinnert an die vielen Schüler, die vor langer Zeit dort studierten. Und man kann nur spekulieren, wie viele Abenteurer diesen Ort in den letzten Jahren ausgekundschaftet haben. Der folgende Fall wurde ursprünglich von einer Nachrichtenagentur verbreitet. Es ist ein Video von einem jungen Mann, der eines Nachts zu dieser Schule reiste, um sie zu untersuchen. Sein Name war Gabriel Martinez Navarro. Und er hatte dieses Video letzten November geteilt. Er war anscheinend sehr an den ganzen Geschichten interessiert, die von seltsamen Ereignissen sprechen, die dort angeblich vor sich gehen.
und dass es dort vielleicht sogar spukte. Es gab für ihn nur einen Weg herauszufinden, ob diese Legenden wahr waren. Also reiste er eines Abends zu dem verlassenen Gebäude. EVP, ja? Sale una voz al principio del video diciendo me duele mucho, pero yo no sé qué chingados le duele un fantasma, la mera neta, yo no sé qué chingados le duele un fantasma. Entonces pues yo vengo acá solo para enseñarles de que pues no hay nada, porque pues como para que estén engañando a la gente, pues como que no. Okay, also die fahren jetzt eigentlich eher zu der Schule, um zu beweisen, dass da nichts ist, ne? Okay. Nachdem er dann eine Weile die kleine Landstraße entlang fuhr, kam er endlich an dem verlassenen Gebäude an. Als nächstes suchte er dann einen Weg, in das Gebäude zu kommen. Er macht das auch alleine, ne? Boah, keine gute Idee. Generell nicht. Habt ihr das gehört? Das hört sich so an, als wenn jemand spricht. Zwar jetzt Spanisch, ne, oder so, keine Ahnung. Also nichts, was man hätte jetzt verstehen können. Manche glauben, dass Gabriel hier eine körperlose Stimme aufnehmen konnte, ohne es zu bemerken. Könnte dem so sein? Sehr interessant. Vielleicht ein Zeichen, dass dieser Abend noch aufregender werden sollte. Ja, ein bisschen gruselig, das ist richtig. Finde ich auch. Also vor allen Dingen auch alleine. Also, da kann ja jetzt, wer weiß was sein, jetzt noch nicht mal Geister, Monster, Dämonen oder so, sondern auch irgendwelche anderen Leute, die ihm vielleicht jetzt nicht so wohlgesonnen sind, ne? Man weiß es ja nicht, deswegen nie alleine sowas machen. Sieht ganz schick aus. Gut, er ist ja vorbeigegangen, ne? Kann auch so jetzt einfach wegrutschen. Plötzlich wurden dann einige Gegenstände bewegt, die dort in diesem alten Klassenzimmer herumlagen. Und unser junger Freund wurde ziemlich nervös. Verständlich. Ginés. Atme ruhig, du hyperventilierst gleich. Hat was um die Ecke geguckt.
Neben den Poltergeistaktivitäten in dem Gebäude war da noch etwas Albtraumhaftes, das Gabrielle große Angst machte. Oh ja. Vielleicht habt ihr es verpasst. Schaut Nein. mal genau hin. Ja. Da. Oh. Ja. Das sieht aus wie ein Kinderkopf, ne? Wenn man viel Fantasie hat. Aber ziemlich groß, oder? Für ein Kind. So ein kleiner Kopf. Was ist das? Das ist also ein Auge, ne? Wird man erkennen. Und die Stirn und die Wange. Etwas scheint hier um die Ecke zu blicken und ihn anzustarren. Ich denke nicht, dass es eine reguläre Person war. Aber was ist es denn da? Auf jeden Fall, das, was er da machen wollte, zu beweisen, dass das alles nur Hokuspokus war und da nichts ist, das ist nach hinten losgegangen, würde ich sagen, ne? Was genau ist hier in dieser Nacht passiert, in der alten Schule? Ja, was ist da passiert? Die Geister der Schüler haben sich gezeigt. Oder irgendetwas anderes halt, ne? Ja, so eine Schule ist halt auch so ein Ort, ne? Da kann spuken. Waren hier paranormale Mächte am Werk, die den jungen Mann nun an das Paranormale glauben ließen? Ich denke schon. Sieht fast so aus. Was denkt ihr? Möglich? Ja. Vor allem, er rennt ja sofort rum. Er ist ja sofort raus und rum. Und da war nichts. Da war gar nichts. Grausig. Der Wohnungsgeist. Die nächsten Videos wurden von Wohnungsbesitzerin Veronika S. geteilt. Sie hat eine Reihe an Videos aufgenommen, die sie am Ende sogar veranlasste, ihre Wohnung zu verlassen und sich eine neue Bleibe zu suchen, weil einfach zu viele paranormale Ereignisse dort ihren Lauf nahmen. Anscheinend begann alles, als Veronika eines Nachts anfing, komische Stimmen im Flur zu hören. Das steigerte sich dann hin bis zu richtigen Schattensichtungen in ihrem Wohnzimmer und viele Nächte voller Albträume. Sie ist eine alleinerziehende Mutter und ihr haben diese Erlebnisse sehr auf den Magen geschlagen. Sie glaubte anfangs nicht wirklich an Geister und fand, dass es eine gute Idee sei, eine Überwachungskamera in ihrem Wohnzimmer zu installieren. Eines Abends kam ihr Freund nach Hause und die Kamera fing an zu filmen. Oh, was ist das? Wow, was ist das? Ich weiß nicht, mir kommt das bekannt vor, ob wir das schon mal gesehen haben, aber da steht doch was hinter der... Und ich glaube auch nicht, dass sich da was wegglitscht. Manche Leute glauben, dass es vielleicht der freundliche Geist eines vorherigen Besitzers war. Das ist gut möglich. Also ich sage ja oft bei solchen Aufnahmen, das ist ein Glitch. Wäre das möglich? Aber er reagiert ja auch gar nicht darauf. Es wird aber auch noch gruseliger in einem darauf folgenden Video. Das ist kein Glitch. Video. Das wirkt wie eine alte Frau, ne? Die da so langsam... Also entweder verarschen die uns und die haben halt gemerkt, dass die Kamera an gewissen Stellen glitscht und es deswegen so geisterhaft aussieht. Oder da ist wirklich, da geht richtig die Luzi ab. Ja, man hört das. Sieht das nicht aus wie der Geist einer älteren Frau? Ja. Aber er nimmt das auch gar nicht wahr. Also sagen wir mal, das wäre jetzt eine Person, die da einfach wegglitscht. Der zeigt ja gar keine Reaktion. Er guckt ja noch nicht mal mehr dahin oder so. Also wenn so eine Person hinter ihm hergeht, sagen wir mal, die würde sich jetzt von ihm verabschieden oder so. Irgendwie würde man eine Reaktion auch von ihm sehen. Aber da ist ja gar nichts. Und er war ja auch vorher an der Stelle und ist nicht geglitscht und hat auch helle Kleidung angehabt. Ja gut, das lässt sich vielleicht noch erklären, aber... Ja.
Als sie eines Nachts versuchten, diesen Geist zu kontaktieren, fing Veronikas kleiner Sohn an zu weinen. Aber was noch gruseliger ist, ist, dass die Tür zum Kinderzimmer verklemmt war und die Eltern mussten etwas Gewalt anwenden, um diese öffnen zu können. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Are you in the boys' room? There's something bad happening. Gott, oh Gott, oh Gott. Move that back towards the room. You were falling with the line. I'm not even moving it. You finally moved? This door's locked. Get out of here. Sieht doch wirklich nach einer Heimsuchung aus, oder nicht? Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass die da nichts gestellt haben. Gut, dass die ausgezogen sind, ne, aus der Hütte. Ich hoffe auch, dass die Phänomene dann aufgehört haben. Nicht, dass es etwas war, was an ihnen haftete. Ja, das sind schon, und finde ich auch bedrohlich. Ne? Also wenn dann das Kinderzimmer auf einmal sich nicht mehr öffnen lässt und die Kinder da auch erschreckt werden. Wir haben ja so oft schon jetzt auch Clips gehabt, wo Kinder halt auch anscheinend das Paranormale wahrnehmen, also imaginäre Freunde und so weiter. Und die waren ja nie großartig verängstigt. Also das wirkt ja nie so. Ne? Hier ist es ja jetzt vollkommen anders. Die Kinder weinen, die haben Angst, die Tür ist verschlossen von innen oder klemmt. Also es ist, finde ich sehr bedrohlich, das Ganze. Ist ja unwahrscheinlich, dass eine Mutter ihre Kinder erschrecken würde, nur um Klicks zu bekommen. Das zumindest meiner Meinung nach. Das glaube ich auch nicht. Ich finde, die Phänomene, die wir da gesehen haben, sind auch zu abstrakt. Also man könnte das am Anfang tatsächlich mit Glitches erklären, wenn man jetzt wollte. Und der Rest ist jetzt auch eigentlich nichts, wo man sagen kann, das sind hundertprozentig Beweise. Weil man sieht ja jetzt auch nicht so viel. Ne? Also ich finde es deswegen allein schon sehr authentisch, muss ich sagen. Selbst wenn es keine negativen Energien in dieser Wohnung gibt, glaube ich, dass die meisten Leute irgendwann auch ausziehen würden. Ist einfach viel zu gruselig, dort zu wohnen. Absolut. Ja, es lässt sich schwer raushören. Letchworth Village. Nun schauen wir uns ein weiteres Video von Diego Papa TV an, welcher am folgenden Tag nach Letchworth Village reiste. Angeblich befinden sich in diesem Dorf ebenfalls viele verlassene Gebäude und Häuser. Diego war schon mal an diesem Ort. Er gab an, dass viele dieser Gebäude in der Vergangenheit abgebrannt sind, nachdem ein paar Jugendliche dort abends gegrillt hatten. An seinem letzten Besuch gab Diego an, dass er dachte, eine Stimme am Ende des Ganges gehört zu haben und sogar einen Schatten gesehen zu haben. Komisch. Heute hatte er also erneut die Chance zu sehen, was in diesem Gebäude so abgeht. Hello, anybody here? I heard a voice here. Are you okay? Nachdem er nochmal sicher ging, dass sonst niemand in dem Gebäude war, ging er durch die verschiedenen Gänge und Räume. Und dann kam ihm die Idee, dass er die Geisterwelt kontaktieren wollte. Er hatte einige Gerätschaften dabei und begann eine EVP-Session. Wenige Momente, nachdem es dann losging, geschah etwas Gruseliges. Work here before? Do you have a name? Sie haben wie rückwärts gesprochen, ne? Es war nicht rückwärts gesprochen. Hallo? Hey.
Oh, wow. Als wenn etwas auf ihn zurennt, ne? Da schien eine unsichtbare Entität auf Diego zuzurennen. Wow. Und das schien sich für einen Aufprall vorzubereiten. Was ist da denn passiert? Eure Meinung? Auch ein Phänomen, was wir öfter hatten, ne? Auf Treppen vor allen Dingen auch. Boah. Da, boah, puh. Gruselig. War es vielleicht jemand auf dem oberen Stock, der dort gerannt ist? Das hörte sich nicht so an, ne? Das hörte sich nicht so an, als wenn das von oben wäre. Sondern das hörte sich an, als wenn das in dem großen Raum, wo er da drin ist, als wenn da einer auf ihn zurennt. So hat er auch reagiert. Oder war es etwas Paranormales? Möglich. Also der Ort wäre jetzt perfekt dafür, ne? Muss man ja sagen. Aber er macht's auch wieder alleine. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ja. Ja, das war eine gute Compilation. Ich fand es tatsächlich gruselig, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht ganz so spektakulär war, ich fand den ersten Clip mit diesem Gesicht, das ist immer noch am ekligsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber okay. Ne? Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann gibt es unten in der Beschreibung alle Links zu der Compilation von Frostmond und auch zum Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit Mad Chris. Und haltet bis dahin die Ohren steif. Adios. In the dark of night, where the shadows dance, Matt Chris is awake, taking a chance. He's got his headphones on, tuning into the screen, searching for the answers in his wildest dreams. With a flickering screen and a pounding heart, he dives deep into the dark, ready to reach.